Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Heute dreht sich alles um die sogenannte manuelle Schaltebene eurer Automatikfahrzeuge bzw. die sogenannten Schaltpedale am Lenkrad. Da haben wir schon einige Nachfragen von euch bekommen, wie man die denn richtig bedient, was es da für Sonderfunktionen gibt und wofür man die eigentlich braucht. Und genau das zeige ich euch heute in diesem Video mal. Ich habe schon mal den CX-5 hier vorbereitet. Das ist ein 2,5 Liter Humura Modell mit Automatik natürlich. Da kann ich euch die ganzen Funktionen idealerweise zeigen. Und ich hätte gesagt, wir setzen uns direkt mal ins Auto rein und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Zum Losfahren verwenden wir jetzt gleich mal den manuellen Modus, denn da gibt es auch einige interessante Sachen zu wissen. Ich gehe jetzt also hier von P auf N, soweit normal, und nun drücke ich hier mit etwas Kraft den Schalthebel nach links. Ihr seht schon hier, bei mir leuchtet das Ganze nun orange M. Es gibt Fahrzeuge, da ist es beleuchtet. Bei manchen Fahrzeugen steht es dann einfach nur hier vorne. Hier genauso, M steht für manuell, erster Gang. Das heißt, ihr müsst euch das Ganze jetzt hier wie bei einem Schaltgetriebe vorstellen. Ihr könnt also selber schalten. Plus bedeutet Eingang höher schalten, zweiter, dritter, vierter und so weiter. Und Minus bedeutet Eingang runterschalten. Und genau wie beim Schaltgetriebe müsst ihr hier auch tatsächlich schalten. Das Auto greift nur unter ganz bestimmten Bedingungen ein. Die zeige ich euch gleich noch beim Fahren. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich simuliere jetzt mal in den zweiten Gang zu schalten. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen Schaltknauf, gehe ein bisschen nach hinten, das federt dann wieder zurück. Ihr seht jetzt hier unten natürlich nichts, weil es jetzt hier nur M anzeigt, aber am Tacho steht hier M, zweiter Gang. Ich hoffe, man kann es sehen. So, mehr als den zweiten Gang kann man übrigens im Stand gar nicht einstellen. Macht auch wenig Sinn, man fährt auch mit einem Schaltgetriebe normalerweise nicht mit dem dritten Gang an. Und ich bin tatsächlich noch die Generation, mir hat man noch bei der Fahrschule erklärt, dass man im Winter durchaus mit dem zweiten Gang anfahren soll, um eben die Räder nicht so durchdrehen zu lassen. Mit den heutigen Fahrzeugen mit Traktionskontrollen ist das eigentlich nicht mehr notwendig. Also ich wüsste jetzt auch nicht einen spezifischen Grund, warum man jetzt unbedingt mit dem zweiten Gang anfahren soll. Vielleicht noch irgendwie auf einer nassen Wiese oder so, um das Auto nicht so schmutzig zu machen. Ich starte jetzt also hier mit dem ersten Gang. Wir fahren jetzt aber gleich mal hier so ein bisschen auf eine größere Straße. Dann kann ich euch diese ganzen Modi so ein bisschen besser erklären. Und ich habe gesagt, wir kommen gleich wieder zurück. Gut, ich habe jetzt hier mal an der Kreuzung vorbereitet den ersten Gang, M1. Und wir starten jetzt einfach mal los, so wie man das eben von einem normalerweise vom Automatikgetriebe kennt. Man würde eigentlich beschleunigen und hoffen, dass sozusagen das Automatikgetriebe selber schaltet. Und ihr hört es vielleicht schon. Das macht er nicht. Also er geht wirklich hier relativ hoch mit der Drehzahl. Ich muss also wirklich schalten, wie beim Schaltgetriebe. Ganz genauso, wie man es gelernt hat. So ein bisschen nach Gehör schalten oder nach Drehzahlmesser. Das ist aber natürlich auch der Vorteil. Ihr könnt hier wirklich selber einschätzen, wann ihr die Schaltvorgänge setzen wollt. Zum Beispiel eher verbrauchsorientiert, dann könnt ihr euch ja hier auch entsprechend an die Schaltanzeige orientieren. Da wird euch ja immer vorgeschlagen, welcher Gang jetzt eigentlich der effizienteste Gang wäre. Oder ihr sagt, ihr wollt eher leistungsorientiert fahren, eher mit einer höheren Drehzahl beim Benziner oder vielleicht auch eher im Turboladerbereich vom Diesel. Könnt ihr selber frei entscheiden. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil von diesem manuellen Modus, dass ihr der Herr der Lage seid und selber entscheiden könnt. So, und dann gibt es aber hier natürlich auch noch ein paar Besonderheiten. Das Hochschalten, sagte ich ja gerade schon, müsst ihr selber übernehmen, bis auf eine Ausnahme. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr fahrt jetzt zum Beispiel eben ja, hinter zwei LKWs hinterher, seid im sechsten Gang, ganz genüsslich und wollt diese LKWs überholen. Und dann stellt ihr fest, ups, das wird eng, da kommt jemand entgegen. Das mache ich jetzt mal. Ich bin jetzt im sechsten Gang, fahre ca. 70 km/h. Und wenn ich jetzt hier Gas gebe, ihr seht schon, da passiert nicht viel. Das Auto ist jetzt nicht gerade in seinem Höchstleistungsbereich vom Drehzahlband. Das heißt, dieser Überholvorgang würde extrem lange dauern. Und wenn dann so eine Notsituation eintritt, macht einfach Folgendes, ohne jetzt hier nochmal zu überlegen, wie man das Ganze macht, einfach Kickdown, voll durchdrücken. Mache ich jetzt mal, also nicht Vollgas, sondern wirklich Kickdown. Und ihr seht schon, zweiter Gang und zack, vorbei. Und das Auto beschleunigt im schnellsten Modus hoch. Ihr müsst aber dann trotzdem noch hochschalten. Das heißt, das macht er dann tatsächlich eben nicht selten. Aber er geht zumindest schon mal in den niedrigstmöglichen Gang, um maximale Power zu haben. Dann gibt es noch mal eine weitere Spezialität. Und das hat eher so ein bisschen mit dem Abbremsen zu tun. Ich fahre jetzt hier mal in diese Einfahrt rein. Ich bin jetzt im fünften Gang, normalerweise beim Schaltgetriebe. Was müsst ihr machen? Ihr müsst natürlich runterschalten. Und das hat man hier tatsächlich in diesem manuellen Modus euch erspart, weil man ja auch nicht will, dass der Motor irgendwie abgewürgt wird. Das heißt, das Auto geht wirklich dann immer in den Gang rein, der gerade noch so akzeptabel ist, ohne dass der Motor abgewürgt wird. Ich probiere das jetzt hier mal kurz in dem LKW, weil das ist immer langsamer. Wir sind schon im dritten Gang, waren ja im fünften, wir sind jetzt im zweiten Gang. Und wenn ich stehen bleibe, bin ich jetzt hier im ersten Gang. Also das müsst ihr tatsächlich nicht machen. Hochschalten allerdings schon. Jetzt haben wir hier am Auto natürlich auch noch diese Schaltwippen. Auch die werden wir mal verwenden. Bin jetzt hier im manuell ersten Gang. Beschleunige ganz normal, auch hier nichts Besonderes, einfach jetzt hier die Pluswippe nehmen, einmal drücken, seid im zweiten Gang,
einmal nach links drücken, seid ihr wieder einen Gang zurück, ihr hört es schon. Also das funktioniert wirklich ganz genauso, ist nur ein bisschen praktischer, weil man eben nicht die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Ich wende hier mal kurz. Ich bin jetzt immer noch im voll manuellen Modus unterwegs und für alle, die so ein bisschen genauer sich diese Schaltwippen schon mal angeschaut haben, bei den meisten Modellen befindet sich da noch eine zweite Beschriftung daneben, Schrägstrich off. Das bedeutet, hier muss es anscheinend noch eine Sonderfunktion geben. Die kann ich allerdings im voll manuellen Modus nicht verwenden. Dazu muss ich in den sogenannten teilmanuellen Modus. Und das funktioniert wie folgt. Ich muss hier wieder von M auf D, also auf Drive, bin eigentlich jetzt wieder im Vollautomatikmodus und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man jetzt in den sogenannten teilmanuellen Modus. Und das geht tatsächlich dann nicht mehr hier über den Schaltknauf, sondern nur noch über die Wippen, denn hier habe ich eben nur die Möglichkeit, in den vollmanuellen Modus zu gehen. Funktioniert wie folgt, ihr geht jetzt hier zum Beispiel hier einmal auf Minus und schaltet das Auto einen Gang tiefer als den Gang, den es gerade hatte. Ihr könnt hier ganz normal schalten, auch wie in dem sogenannten manuellen Modus. Der große Unterschied ist allerdings hier, dass hier im Tacho jetzt nicht mehr M1 steht oder M2, sondern DM2 oder DM1, was eben darauf hinweisen soll, dass das Fahrzeug sich hier in dem sogenannten teilmanuellen Modus befindet. Dieser Modus ist eigentlich dann besonders ideal, wenn ihr eben den manuellen Modus nur eine gewisse Zeit, also eine eher kurze Zeit, verwenden wollt. Das könnte zum Beispiel auch so eine Überholsituation sein, wie ich sie vorhin schon geschildert hatte. Ihr wollt tatsächlich wieder zum Beispiel zwei LKWs überholen und wollt einfach schon mal den bestmöglichen Gang einschalten, ohne Zeit zu verlieren, dass das Auto noch irgendwie den richtigen Gang einschalten muss. Das kann man jetzt also relativ einfach machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Radfahrer hier überholen will, gehe ich einfach zum Beispiel in den dritten Gang, habe ein bisschen mehr Leistung, drücke drauf, fahre an dem Radfahrer vorbei und muss jetzt aber nichts mehr weitermachen. Das Auto erkennt, dass er nun die Last ein bisschen weniger wird und schaltet dann wieder selbstständig in den sogenannten Vollautomatikmodus zurück. Ist dieser Bereich, also dieser Überholvorgang etwas länger, dann wird das Auto auch länger in diesem sogenannten teilmanuellen Modus bleiben. Es versucht also zu erkennen, was ihr vorhabt und schaltet dann eben individuell wieder in den Vollautomatikmodus zurück. Das funktioniert tatsächlich sehr gut, finde ich also wirklich auch eine schöne Variante. Dann gibt es noch diese sogenannte Sonderfunktion off, von der ich gerade gesprochen hatte und die ist auch sehr einfach erklärt. Und zwar funktioniert das wie folgt, wenn ihr diesen sogenannten teilmanuellen Modus verwendet, dann versucht das Auto ja eben anhand eurer Leistung zu erkennen, wann die Situation sich wieder entspannt und schaltet dann wieder in den Automatikmodus zurück. Wenn euch das aber zu lange dauert oder vielleicht die Erkennung nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, könnt ihr das Ganze unterbrechen und sofort ausschalten. Ich probiere das mal zu simulieren, bin jetzt also im teilmanuellen Modus, nehme jetzt den rechten Schalthebel und drücke den lang. Und schon bin ich wieder in den D-Modus gelandet, bin also jetzt hier im Vollautomatikmodus. Und dazu muss ich auch noch ganz kurz sagen, beim CX-60 gibt es hier nochmal eine andere Ausstattungslinie. Denn hier bei diesem Fahrzeug, beim CX-60, haben wir eben hier nicht die Möglichkeit zwischen vollautomatisch, vollmanuell und teilmanuell zu wechseln, sondern wir haben hier ja nur einen Wahlhebel, der sich nicht in M schalten lässt. Da kann man dann im Menü selber zwischen kurzzeitig und permanent einstellen bei den meisten Modellen. Und wie das geht, das haben wir euch auch schon mal bei einem Beschleunigungstest vom CX-60 hochgeladen. Am besten schaut euch dieses Video mal an, es geht auch relativ einfach im Menü zu finden. Von daher werden wir das hier in diesem Video nicht nochmal erklären. Eine Besonderheit von dem teilmanuellen Modus ist, dass man ihn nicht beim Stehen einstellen kann. Das heißt, wie bei dem manuellen Modus kann ich jetzt hier nicht auf M1 oder DM1 gehen beim Stehen. Ich muss also mindestens mal den ersten Gang drin haben, damit man schalten kann. Das mache ich jetzt nochmal. So, das habe ich gerade gemerkt, erster Gang, zweiter Gang. Und wir haben natürlich hier ganz genauso wie vorhin auch diese sogenannte Schutzfunktion bei Kickdown. Habe ich also einen relativ hohen Gang ausgewählt, nicht genügend Leistung, merke, es wird knapp. Jetzt habe ich den fünften Gang, gehe auf Kickdown. Dann wird das Auto den nächst niedrigeren Gang geben, der wirklich richtig Power hat. Das war jetzt hier gerade in diesem Moment der zweite Gang. Aber auch hier müsst ihr dann wieder hochschalten. Also das ist genauso wie bei dem manuellen Modus. Dann stellt sich natürlich vielleicht für euch auch die Frage, ja, wann verwende ich denn diese Modi nun eigentlich beim Fahren oder für was sind die sinnvoll? Nun, ihr könnt die wirklich sehr, sehr flexibel verwenden. Ihr seht schon, ich habe ja auch schon ein paar Beispiele genannt. Einmal zum Beispiel, wenn ihr einen Überholvorgang starten wollt und eben so schnell wie möglich mit dem richtigen Gang schon losfahren möchtet. Oder aber, wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet mit einem bestimmten Gang fahren. Das kann zum Beispiel auch für die Hängerfahrer interessant sein, dass die sagen, ich will immer mit dem fünften Gang fahren oder wenn ein Auto mehr Gänge hat, dann eben mit einem ganz speziellen Gang, dass das Automatikgetriebe nicht die ganze Zeit hin und her schaltet oder dass ihr einfach mehr Leistung habt, auch wenn es mal ein bisschen berghoch geht. Das sind so typische Situationen. Wenn man natürlich sehr sportlich fahren will, also eine Art Rennstrecke wäre
und man will, dass das Auto nur in einem Gang fährt, weil er dann eben in der Kurve oder auf einer Gerade wesentlich mehr Power hat. Oder wofür ich es eigentlich am sinnvollsten finde, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ihr bergrunter fahrt, ihr seid irgendwo ja, in den Bergen unterwegs und wollt die sogenannte Motorbremse nutzen. Und auch hier versucht natürlich das Automatikgetriebe so ein bisschen die Motorbremse, wie soll ich sagen, zu analysieren, zu interpretieren und dadurch auch zu nutzen. Aber das gelingt ihm nicht immer so perfekt, weil es will natürlich auch die Lärmbelastung im Fahrzeug ein bisschen reduzieren. Und hier könnt ihr zum Beispiel bei so einer Bergabpassage einfach sagen, ich gehe jetzt hier in den zweiten, dritten Gang, kann dadurch die Bremse natürlich entsprechend schonen und die Motorbremse nutzen. Das ist durchaus eine sehr, sehr geschickte Variante, wenn man längere Bergabpassagen hat. Also das, wie gesagt, finde ich eine richtig coole Lösung und eine tolle Funktion hier, dass es im Auto eingebaut ist. Könnt ihr gerne mal bei euren Fahrzeugen probieren. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wofür man diese Funktion auch noch gut nutzen könnt, schreibt es gerne auch unten in die Kommentare rein. Interessiert mich natürlich auch sehr, was ihr da so für Ideen habt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, natürlich auch immer in die Kommentare packen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Quick-Tipp gefallen hat. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dass ihr immer eine Information bekommt, wenn ihr ein neues Video hochgeladen habt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.